Neben meinen Top 5 Projekten 2019 gibt es natürlich auch meine Top 5 Spiele des Jahres 2019, wo natürlich dann auch welche dabei sind, die ich einfach nicht Let's Played habe aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil ich dafür nicht die technischen Mittel hatte. Also, meine Top 5 2019 beschränkt sich tatsächlich auf Nintendo-Spiele. Sonst sind da auch mal durchaus Spiele dabei von anderen Firmen. Allerdings dieses Jahr wirklich haben mich die Nintendo Switch-Spiele so sehr überzeugt, dass in meiner Top 5 kein anderes dabei ist. Starten wir mit Platz 5. Also, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2020. Das war ja auch schon mal ist aber mein Lieblingsprojekten dabei. Ist da zwar höher gerankt als jetzt bei den insgesamt Top 5 Spielen. Wie ich da schon gesagt habe, ich finde diesen Story-Modus extrem cool. Ich mochte das nie so, wenn man da nur so die einzelnen Disziplinen spielen konnte und einzelne Cups oder Medleys. Das war zwar auch schon extrem cool, aber wenn man alles dann so ein paar Mal gespielt hat, kann man das danach nur noch mit Freunden spielen, falls ohne Freunde wirklich im Einzelmodus dann nur noch langweilig wird. Dementsprechend hatte man da was, wo ich bestimmt eine Woche oder so dran gesessen habe und dran gespielt habe. Das war auf jeden Fall sehr stark. Die einzelnen Disziplinen habe ich zwar trotzdem nochmal alle im einzelnen Modus gespielt. Auf den verschiedenen Schwierigkeitsstufen von den CPUs und alles. Hab versucht, Rekorde zu brechen. Also das macht natürlich weiterhin Spaß. Auch die Traumdisziplinen, die drei, die es gibt, auch wenn es ein bisschen wenig sind, wie immer extrem gelungen. Ja, und Online-Modus von der Struktur her auch ziemlich gut. Ja, dass man jede einzelne Disziplin spielen kann, dass es da einen Ranglistenmodus gibt. Auch wie viele Punkte man abgezogen bzw. dazu bekommt, finde ich auch eigentlich ganz gut gelöst. Nur halt, wie gesagt, ich hätte es gut gefunden, weil diesen Online-Modus spielt scheinbar einfach niemand. Wenn bei Disziplinen wie den 100-Meter-Sprint, wo du halt insgesamt 8 Spieler brauchst, dass du dann sagst, okay, wenn mindestens 2 Spieler gefunden sind, füllen wir den Rest mit CPUs auf, weil ansonsten kannst du nur die Disziplin spielen, wo nur 2 Spieler sind. Zum Beispiel eben beim Tischtennis. Und dementsprechend kommen einzelne Disziplinen einfach nie zum Einsatz im Online-Modus. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall das mein Platz 5. Auf der 4 Yoshi's Crafted World. Eines der Projekte, die ich nicht bringen konnte, aufgrund dessen, dass ich nur einen Laptop habe und keine Capture Card und dementsprechend die Aufnahmen nur bei Spielen möglich sind, wo ich über den Screenshot-Button auf dem Controller irgendwie, da kann man ja bis zu 30 Sekunden Aufnahmen machen, dass es irgendwie möglich wird. Wie zum Beispiel bei Mario und Sonic, da konnte ich dann einfach alle 30 Sekunden auf den Knopf drücken und dann waren die Aufnahmen auch vollständig, aber bei solchen großen Spielen funktioniert das einfach nicht. Aber zum Spiel selbst, was mir gefallen hat, die Level vom Design, vom Soundtrack, auch von dem kompletten Aufbau, von der Länge, sehr gut, wie schon beim alten Teil Yoshi's Woolly World, sehr stark umgesetzt. Schön viele Welten, also das Spiel ist nicht schon nach einer Woche Spielen durch, sondern da sitzt du ordentlich dran, vor allem wenn du an die 100% gehst. Allerdings gibt es da die Bitten, dass sie die mit reingenommen haben, ist jetzt an sich nicht schlimm, sondern einfach die Menge. Man hat pro Welt einfach viel zu viele und vor allem am Ende, wenn man die ganzen Björns suchen muss und alles für die 100%, das ist einfach scheiße aufwendig. Dann gibt es ja noch die Boss-Missionen. Ja, wo man ohne Schaden durchkommen muss, wo man den in einer bestimmten Zeit besiegen muss und alles. Auch die finde ich extrem gut. Also insgesamt mein persönlicher Platz 4. Auf der 3 haben wir dann The Legend of Zelda Link's Awakening. Da
finde ich die Grafik auch extrem cool. Muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, hebt sich von der Grafik natürlich komplett von den anderen Zelda-Spielen ab. Ist ja jetzt auch nur ein Remake, ja, das Original sieht ja schon auch grafisch eben so gewöhnlich aus, wenn man das so sagen kann, eben so wie man es kennt von den Zelda-Spielen. Jetzt war es ja eben dieser, ja, Cartoon-Style. Mir hat er aber sehr gut gefallen, auch der Soundtrack natürlich wieder extrem stark. Und an sich finde ich das Spiel auch von der Story und allem extrem cool. Und das ist tatsächlich eines der Spiele, an denen ich recht wenig auszusetzen habe, auch wenn es trotzdem nicht mein Lieblingsspiel wird. Denn zum Beispiel noch besser gefallen hat mir auf Platz 2 Luigi's Mansion 3. Extrem coole Etagen, vor allem wenn es dann weiter nach oben zu den spezifischen Themes geht, zum Beispiel die Wüste mit der Pyramide, extrem stark, die Disco und so weiter und so fort. Sehr gute Steuerung, sehr gute Bosse, also ich habe eigentlich an dem Spiel so ziemlich gar nichts auszusetzen, muss ich tatsächlich sagen. Und das Spiel ist für mich an sich absolut gelungen. Aber es ist immer noch nicht das beste Spiel, denn auf Platz 1 ist für mich Pokémon Schwert und Schild. Generell hat man natürlich als Pokémon-Fan oder zumindest ich auch so ein, ne, ist man einfach sehr schnell begeistert. Zumindest bin ich das immer sehr schnell von den neuen Pokémon-Spielen. Ich finde, sie haben mit dieser neuen, diesen neuen Mechanismus mit der Arena Challenge bei mir zumindest voll ins Schwarze getroffen. Ja, ist natürlich auch so ähnlich wie zum Beispiel bei Fußballstadien eben. Allein das als Fußballfan macht bei mir natürlich schon mal einen super Eindruck. Auch die Arena-Missionen vorher finde ich sehr gut gelungen. Nur die von Papella bei der Feen-Arena hat mir nicht so gefallen. Kämpfen und ein paar Fragen beantworten, da verstehe ich jetzt nicht so ganz den Sinn hinter. Aber tatsächlich fand ich, ja gut, und auch von der Unlicht-Dingen, ne, wo man dadurch nur durch die Stadt gelaufen ist und die ganze Gegner besiegt hat, fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig. Aber ansonsten sind die Arena-Missionen sehr gut gelungen. Auch das Vorrundenturnier und das Finalturnier und alles sehr stark. Ja, ich habe eigentlich insgesamt nichts an dem Spiel auszusetzen. Gibt natürlich so Kleinigkeiten, wo man meckern kann, die dann auch andere sehr für die Kritik geäußert haben. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, die lassen für mich nicht daran zweifeln, dass für mich persönlich Pokémon Schwert und Schild das beste Spiel von 2019 ist. Schreibt dann auch mal gerne eure persönliche Top 5 in die Kommentare. Was denkt ihr so zu den Spielen? Habt ihr vielleicht Spiele in eurer Top 5, die in meiner Liste gar nicht dabei sind? Beziehungsweise Spiele aus meiner Liste, die dann in eurer Liste nicht dabei sind? Und dann bin ich mal gespannt auf eure Meinungen.